Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Runde von unserem Bomberman Reloaded. Und zwar müsste das die dritte Folge sein. Und wir rollen erstmal einen Würfel. Wir rollen, rollen, rollen. Und gucken einfach mal, was bei raus wird. Wir haben eine 16, das ist schon mal ein guter Start. Damit mische ich erstmal ein paar Mal. Er hat eine 11, das bedeutet, wir fangen an. Das ist okay. Ziehen unsere Hand. Und starten ohne Länder, was ich ehrlich gesagt nicht so geil finde. Immer noch. Okay, dann gucken wir uns mal die oberste Karte an. Noch ein Land. Oh. Aber ich halte das tatsächlich mal. Gib. Tschüpp. Dann fetche ich auch nicht und lege erstmal eine Spellbomb. Die, ihr wisst, die Timebox-Spellbomb, ne? Sehr schön. Sehr, sehr schöne. Okay, okay, alles klar, dann darfst du. Ich weiß ja nicht, ob du ein Force of Will hast. Hm. Grün, Forest, jawohl. Wenn es Infekt ist, wird's lustig. Okay. Krass. Das könnte interessant werden. Combo-Deck in Grün. Dann das Grobland. Und noch eine Spellbomb. Dann darf er. Ich glaube nicht, dass er countert. Er hat die erste schon durchgelassen. Dann soll er was sagen. Aber glaub nicht. Zumindest das rote Mana habe ich auch offen. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Wir könnten sonst auch mit der City of Traders gleich zur Not noch zwei neue Karten ziehen. Zweite Main Phase, jawohl. Angreifen will er nicht. Ich will in seiner Hauptphase aber auch nichts spielen. Was? Warum hat er jetzt eine Karte gezogen? Warum hat er hier eine Karte gezogen? Junge, das ist Schummeln. Irgendwas übersehen? Entep. Er zieht eine Karte. So. Okay, das ist jetzt scheiße. Das zusammen ist nicht sehr, sehr prickelnd. Eine Karte C-Segment. Hier hat er keine gezogen. Alles klar. Ich muss dann trotzdem nochmal nachgucken. City of Traders. Dann geht da mal einer rein. Gucken, was wir ziehen. Deathrite Shaman. Hey, damit kann ich leben. Jetzt darf er. Mein Board ist sauber. Ich habe kein Mana mehr irgendwo drinne. Noch macht der Deathrite Shaman nichts, außer uns noch ein zusätzliches Mana zu geben. Wir könnten auch theoretisch erst ihn spielen für 0 und dann ihn spielen, um uns einen Scavenger zum Beispiel zu holen.
Okay, mal gucken. Irgendeine Cloudpost. Ich bezweifle, dass er die Karte wirklich hat. Ich lege ja meine Decks immer so aus, dass ich nur mit Karten spiele, die ich auch besitze. Naja, gut. Ist ja hier nur ein Game und da können sie gerne mal ein bisschen rumtesten. Vielleicht hat er die auch. Das will man ihnen ja gar nicht hier unterstellen. Ich bezweifle es, aber ich glaube nicht dran. Ja, Caracas, völlig okay. Ich behalte die Spellbomb mal, weil ich nicht weiß, was er noch hat. Ich bin da noch ein bisschen vorsichtig. Oh, ein Wälder. Das ist gut. Ziehe ich eine Karte. Ah, noch ein Land. Uncool. Oh, einmal zu viel Data ist tatsächlich sich hier gemerkt. Ähnlich wie ein Leck. Ich habe schon überlegt, Engine Tomb dafür zu spielen, anstatt City of Traders. Gibt uns natürlich die ganze Zeit Damage, aber wir müssen die Länder nicht opfern. Könnte eventuell ganz hilfreich sein. Wobei die City of Traders schon schweineteuer geworden sind, ne? Du darfst. Hallo? Erde an Spieler, du darfst. Oh, er macht tatsächlich noch was End of Turn. Er tappt sein Forest. Für? Wofür tippt er sein Forest? Crop Rotation. Jawohl. Crop Rotation. Ich frag mich, warte mal. 2... 3, 4, 5, 6. Uns fehlt ein LED, dann gewinnen wir im nächsten Zug, wenn er da nicht gewonnen hat. Ach, gar nicht, der ist ja auch noch da. Ist das ätzend. Das Exium hilft uns gerade überhaupt nicht. Er wird sich gleich noch eine zweite Cloud Post reinpacken. Dann hat er 2, 4, 5 Mana. 5 kostet der grüne Titan noch ein Forest? Was? Ich wollte gerade sagen, war es doch kein Forester. Da hat er noch eine zweite Cloud Post. Mach keinen Mist hier. Der braucht ganz schön lange, um seine zweite Cloud Post zu suchen. Nur so am Rande. Ich kann das leider momentan nicht beschleunigen. Das tut mir sehr leid. Ja, da hat er die zweite geholt. Er hat auch noch ein weißes im Pool. Hat aber ganz schön lange gedauert. Interessanterweise, die Cloud Post habe ich damals für... Also die er da oben hat, genau, das ist ja die heißt ja Klopus, habe ich für nichts, also wirklich für ein paar Cent, ich glaube für 25 Cent oder noch weniger oder für 15, 10 Cent oder sowas, signiert aus so einer Grabbelkiste mal rausgeholt, ein ganzes Playset. Leider nicht Foil, aber trotzdem. Fand ich schon cool. Du hast doch dein weißes Mana im Pool, ne? Nur so. Warum hat er seine Bibliothek gemischt? Warum hat er seine Bibliothek... Ach so, ein Doppelklick auf Versehen drauf gemacht. Alles klar. Hat sich verklickt einfach nur. Passiert. Das ist, wenn man mit dem Spiel noch nicht so ganz d'accord ist. Oh. Okay. Wie viel Countdown kommt da drauf?
Ende mit 10. Naja, gut. Er wird das schon machen. Enter. Noch ein Land. Verdammte Scheiße. Wir ziehen hier nur so Länder hier nach. Das macht mich irre. Wir müssen unsere Hand langsam mal lernen. Hilft leider nichts. Dann mache ich mal Folgendes. Hier, farblose so. Countert er das tatsächlich? Counter-Target Sorcery Spell. Okay. Why? Ich hatte doch nichts im Friedhof. Ich greife auch nicht an. 3 muss er zahlen. Die hat er jetzt noch nicht mal mehr. Aber doch, damit hat er die. Ja, genau. So. Kann er einen Counter removen? Er kann die auch hochzielen von mir aus. Hat die Verbindung zum Spiel verloren. Ach, Mann. Wollen wir mal warten, ob er wiederkommt? Ich würde sagen, er kommt nicht wieder. Ansonsten seht ihr das gleich im Anschluss. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass wir gewonnen haben, weil der Gegner hat das Board verloren. Aber wir wollen natürlich noch was gucken. Ja, gut, hier kommt er sowieso nicht wieder rein. Draw. Entomb. Ja! Mit dem Entomb, das wäre so mega stark gewesen. Hätte ich das Land legen können, hätte ich 4 gehabt. 5, den rein, 2 und hätte noch 2 Mana offen gehabt. Und übernächste Runde hätte ich gewinnen können. Verdammt! Verdammt! Na gut. Ne? Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. War jetzt zwar nicht mega lange, aber dafür kann ich nichts, dass der Gegner aufkommt. Aber was ich jetzt gespielt hätte, wäre, also ich hätte ja das Entomb gezogen, Land. Hier ein Land raus, ist völlig egal. Entomb auf meine Bibliothek. Hätte ein... na, wo haben wir den? Lies Eye Diamond reingelegt. Für 2 hätte ich den Tutor gespielt und hätte mir den hier auf die Hand genommen. So. Dann wären wir dran mit Enttappen. Upkeep. Draw Step. Noch ein Land. Ihn. Hätte ihn gespielt. Mit ihm. Noch ein Land exiliert, mir das LED wiedergeholt und ihn totgeschossen. So, das wäre mein Plan gewesen. Deswegen meine ich im nächsten Zug. Weil hiermit mache ich mir halt unendlich Mana und mit ihm hole ich mir ihn wieder und mit den LED davon schieße ich einfach auf den Gegner. So eine kleine Infinite-Schleife. Zumal ich auch übrigens das LED nicht mal über den Deathrite Chain holen könnte. Ich hätte auch einfach den tappen können, um ihn wiederzuholen. Wäre eine Option, eine weitere Option gewesen. Aber ich habe mich ja nun mal entschieden, das über den Deathrite Chain und ein Deathrite Chainmail hätte übrigens nicht funktioniert, sehe ich gerade. Ich hätte es mit dem Weldall machen müssen. Müssen sogar. Müssen, müssen. Na gut, hat aber auf jeden Fall so oder so funktioniert. Dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir uns in der nächsten Partie wiedersehen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.